Nach dem gestrigen Raketenbeschuss auf polnisches Staatsgebiet im Ort Przewodów mit 2 Toten waren die Stimmen sehr nervös, sehr laut gestern innerhalb der Medienlandschaft als auch der NATO. Ja, mit dem Fingerzeig natürlich auf Russland zu gehen, als auch bereits zu eruieren, was passieren würde, wenn es zu einem Bündnisfall kommt, also Paragraph 5, einem Einschreiten der NATO in einen Krieg mit Russland. Ich bin aber, wenn ich das so in Retroperspektive betrachte, froh, dass gerade auch der US-amerikanische Präsident Biden eben nicht mit weiterer Kriegsrhetorik geantwortet hat, sondern versucht hat, das Ganze zu beschwichtigen. Ich konnte das meiner Meinung nach gestern erkennen, dass eben nicht nur hier die lauten Schreie waren, wie, was ist die Reaktion der NATO, was wird jetzt gemacht, sondern hier auch durchaus Stimmen, die recht vernünftig geklungen sind. Biden zum Beispiel hat ganz offiziell gesagt, dass er davon ausgeht, dass diese Raketen von der Ukraine, von ukrainischer Seite aus auch abgeschossen wurden, wahrscheinlich um den Marschflugkörperbeschuss der Russen zu unterbinden, um da eben einen Marschflugkörper runterzuholen. Und dann werden sich wahrscheinlich Raketen verirrt haben, die dann in Polen gelandet sind, dort 2 vollkommen unschuldige Menschen getroffen haben. Das ist ja wie jeden Tag in diesem Krieg absolut furchtbar und mögen wir alle hoffen und beten darauf, dass dieser Konflikt bald zu Ende geht. Denn er betrifft uns alle, wie wir merken, auf die eine oder andere Art und Weise. Grundsätzlich führen diese Ereignisse dazu, dass davon ausgegangen wird von vielerlei Expertenkreisen, dass die beiden größten Ölsorten WTI, US-Öl, als auch das europäische Brent weiter steigen müssten. Die Citibank hat ein Ziel von $140 ausgegeben. Es gibt verschiedene Großbanken, die den Preis weit, weit über $100 sehen. Wir wollen uns das Ganze heute anschauen, denn wir gehen von konträren Meinungen aus. Wir sehen zwar auch erstmal den Ölpreis kurzfristig über die $100-Marke steigen, danach aber massiv steigen. Ich möchte Ihnen das heute mal auf dem langfristigen, mittelfristigen und kurzfristigen Bild zeigen. Die Erwartungen der nächsten Wochen. Los geht's! Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wenn es mir heute gelingt, Mehrwert zu geben, lassen Sie einfach nur einen Daumen nach oben da, gerne auch einen Kommentar. Übrigens, da möchte ich doch, bevor wir weiter mit so negativen Nachrichten, die leider jeden Tag über die Flimmerkiste laufen, weitermachen und den Implikationen daraus ein bisschen was Positives reinbringen, uns allen ein bisschen positiveres Mindset bringen. Ich hatte das ja vor ein paar Tagen schon gemacht, beziehungsweise letzte Woche war es, und Sie zum Reimen ausgefordert und da kamen über 1000 Kommentare mit Reimen auf einem YouTube-Video rein. Und das möchte ich wieder aufnehmen, denn wir sind de facto noch in Teilen das Land der Dichter und Denker. Das haben Sie als Gemeinschaft bewiesen. Ich zeige Ihnen, was es dafür gibt. In der nächsten Woche schauen wir einfach. Ich verlose dann da 3 von unserem eigenen HKCM-Biohonig. Und wenn Sie jetzt denken, wie kann man mit Öl oder Gas reimen? Ich zeige Ihnen mal einen Reim. Mit Honigsüße, Öl, Gold und Gas macht Rohstoffhandel doppelt Spaß. Der Gewinner des tollsten Reims, der mir am besten gefällt, der am ausgefallensten ist, dem schicke ich persönlich nächste Woche 3 Honiggläser durch. Schreiben Sie also gerne mal irgendeinen netten Reim rein. Bei all der Unsicherheit, die wir aktuell im politischen Betrieb und im gesellschaftlichen Dasein erleben, haben wir uns gesagt, da wir seit 11 Jahren unserer Analyse noch nie einen einzigen Ausfalltag hatten. Wir liefern immer, deswegen heißt unsere aktuelle Aktion auch Anti-Blackout, denn bei uns wird es keinen Blackout geben. Sie können sich immer auf uns verlassen in unserer Analyse, dass die immer auch bei Ihnen ankommen wird. Aktuell auf alle unsere Produkte 20% Rabatt zusätzlich zu den Laufzeitrabatten. Das geht jetzt noch ein paar Tage. Wenn Sie irgendwas von uns nutzen möchten, schlagen Sie zu. Und jetzt kommen wir direkt zur Chartanalyse. Also, die Ölpreise könnten noch diesen Winter fallen, weil die hohen Preise, Zitat, unhaltbar sind, sagt ein OPEC-Mitglied. Das ist Omans Energieminister Salim Al-Aoufi. Laut ihm könnten die Ölpreise nach diesem Winter umgerechnet etwa 70 Euro pro einem Barrel fallen, also auf 70 Euro fallen. Wir gehen davon aus, dass der Preis sogar noch weiter fallen könnte als 70 Euro, denn charttechnisch haben wir hier ganz klare Marken ausgemacht, die eben für uns als recht realistisch gelten, bevor wir die langfristige Korrektur im WTI,
im Brand, in der wir nach wie vor stecken, abschließen können, um erst danach, also nach einigen Monaten, die vergangen sind, wo wir fallende Preise sehen, erst danach werden wir eine neue starke Aufwärtsbewegung sehen und dann wieder massiv steigende Preise. Jetzt aber mal eines nach dem anderen. Ich möchte Sie hier nicht verwirren. Wir schauen uns das direkt mal live am Chart an. Ich zeige Ihnen, was wir erwarten. Als allererstes WTI 3. Das ist hier auf Wochenbasis, also wirklich eine ganz, ganz hohe Zeitebene. Alle einzelnen Kerzen, die Sie sehen, bilden eine Woche. Deswegen sehen Sie hier unten auf der Zeitachse, dass hier wir auch einige Jahre zurückgehen, ja, mit unseren Counts. Wir können hier quasi bis 2009, wir sind ja schon wirklich einige Jahre dabei, WTI als auch Brent waren eine der ersten Märkte, die wir vor 12 Jahren in die Analyse mit aufgenommen haben damals, als wir unser Unternehmen gegründet haben. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier einen langen, langen Abwärtstrend gehabt, der ausgebrochen wurde. Wir konnten jetzt hier im Laufe dieses Jahres nun ein Top ausbilden. Wir gingen ja davon aus, das war unser langfristiger Trendwendebereich in Rot. Der ist in der Farbe des Counts hier gehalten, dass wir hier ein Top ausbauen, die übergeordnete Welle 1 laut Elliott Waves, einer insgesamt fünfwelligen Bewegung. Sie müssen sich also vorstellen, wir sind jetzt auf Multijahresebene nach dieser langen Korrektur, die eben damals hier im März, April damals mit dem absoluten Abverkauf, und Sie sehen ja auch hier, Sie werden sich wundern vielleicht, wenn Sie es gesehen haben, hier auf der Preisachse, wir sind hier absolut im Minusbereich. Warum? Das ist der damalige Öl-Future, und als der Future-Kontrakt damals ausgelaufen ist, März, in April, gab es eben diese massiven Verwerfungen, dass zum ersten Mal in der Geschichte damals der Ölpreis stark ins Minus gelaufen ist. Ja? Das war jedoch nur am Future-Markt, nicht am Spot-Markt so. Wir wollen jetzt mal weiter den Future anschauen. Wir gehen also davon aus, dass wir hier nun eine A, B und jetzt kommt die letzte Korrekturwelle nach unten. Die C-Welle muss immer tiefer sein als das Tief der A, das sehen Sie hier. Bedeutet, wir gehen davon aus, dass wir nach Abschluss dieser Korrektur auf zumindest mal das 50er Retrace-Level angelaufen sind. Sie hatten jetzt vorher aus dem Oman von OPEC Plus die Stimmen gehört, dass man von 70 Euro ausgeht. Wir gehen von zumindest einmal 70 Dollar. WTI als auch Brent analysieren wir in US-Dollar. Es wird in US-Dollar faktoriert. Und wir gehen davon aus, dass es zumindest auf 70 Dollar geht. Das nächstwahrscheinlichste Level, das ist das 61,8er Fibonacci-Level, das liegt sogar bei 55,95 Dollar, das Barrel. Ja, also ganz klare, starke Korrekturen. Wie stark das prozentual ist, das möchte ich Ihnen jetzt gleich mal zeigen. Und dafür gehen wir jetzt auf ein Fraktal weiter runter. Wir gucken uns das Ganze jetzt also viel näher rangezoomt an und somit arbeiten wir uns jetzt immer von größeren auf kleinere Zeitebenen zurück. Also, nächster Chart schauen wir uns hier an. So, vielleicht mal kurz hier gezeigt, auch das war hier unser letzter aktiver Trendwendebereich, den man handeln konnte, ein sogenannter Short. Wie man das machen kann, zeige ich Ihnen nachher. Da handeln wir ja WTI, also US Crude Oil, den Future. So, und wir haben hier bereits einen weiteren Trendwendebereich hinterlegt. Wir gehen also davon aus, dass wir jetzt hier A hoch, die B nochmal runter. Und jetzt, da wir es ja eine ABC-Korrektur nicht nach unten haben, sondern die gibt es ja genauso nach oben, dass die C hier in den Bereich reinkommt und zumindest einmal die 100 Dollar hier trifft. Da wäre das 50er Retrace, also dass es Sie jetzt nicht verwirrt. Ich gehe nochmal zurück und versuche es nochmal ganz simpel zu erklären. Das hier ist die übergeordnete Abwärtsbewegung. Wir sehen den Kurs auf zumindest einmal 70 Dollar in den nächsten Monaten fallen. Jetzt sagen Sie, okay, das ist der Pfeil zeigt nach unten. Ja, selbstverständlich. Wir gehen auf die nächst weitere Zeitebene, ist der 4-Stunden-Chart. Innerhalb dieser Abwärtsbewegung kann es natürlich aber auch immer mal wieder nach oben gehen. Und wir sehen jetzt aktuell die letzte ansteigende Bewegung, also die letzte ansteigende Wellenkaskade, bevor der übergeordnete Abverkauf weitergeht. Das zeige ich Ihnen jetzt nochmal weiter im Detail. Und dazu gehen wir auf den 1-Stunden-Chart. Das hier ist der 1-Stunden-Chart. Dort sehen Sie auch noch ein weiteres Szenario, denn wir haben immer ein primäres,
als auch ein sekundäres Szenario. Nach wie vor ganz klar, dass wir hier vielleicht noch runterkommen auf die 81. Sie sehen, die Zählungen sind nochmal etwas weiter verfeinert. Wir gehen noch mehr ins Detail, bevor wir jetzt eben hier hochkommen in den Bereich zwischen den 99 Dollar und circa den 113. Das werden wir in den nächsten Wochen in den täglichen Updates dann auch noch viel klarer ins Detail gehen, noch einen kleineren Bereich benennen, den man hier nutzen kann, wenn man das handeln möchte, um hier eine Short-Position zu hinterlegen. Warum könnte so etwas interessant sein? Ja, wenn wir uns das Ganze prozentual mal anschauen, was die Bewegung angeht, sollten wir beispielsweise hier einfach nur die 100 Dollar treffen und von dort aus dann runterdrehen, dann haben wir hier immerhin Platz circa 40 bis um die 45%. Da liegt eben, wie gesagt, das 61,8er Fibonacci bei 55,95. Das sind, wenn Sie mich fragen, meine zwei Levels, die ich für sehr, sehr wahrscheinlich halte, dass diese angelaufen werden hier drin, also zwischen den 70 und 55 Dollar das Barrel für WTI. Jetzt gibt es die Möglichkeit, sollten wir nicht mehr diesen Weg da oben gehen, nach oben gehen, also nicht mehr die 100 Dollar anlaufen, sondern zu immerhin 40% Wahrscheinlichkeit, sollten nun im ersten Schritt die 81,30 Dollar unterschritten werden, im nächsten Schritt die 76,25, das ist einmal dieses Level hier vom 18. Oktober das Tief und dann haben wir noch das Tief vom 26. September, sollten beide unterschritten werden, sind die Wahrscheinlichkeiten massiv gestiegen, dass wir bereits hier das Hoch gesehen haben, dass wir hier verorten aktuell oder hier verorten und wir dann direkt runtergehen. Also um das auch mal zu zeigen, weil ja immer wieder gerne gesagt wird von Leuten, die sich, sage ich mal, mit der Chartanalyse, wie wir sie betreiben, nicht so gut auskennen. Die sagen dann, sie sichern sich immer ab in beide Richtungen. Sprich, sie decken beide Richtungen des Marktes ab. Und wenn dann eben nicht das primäre Szenario gekommen ist und wir fallen nicht runter, ja, dann steigen wir eben und dann sagen sie, ja, wir haben wieder recht gehabt, jetzt sind sie gestiegen. Ein Szenario ist also immer eintreffend. Wenn Sie sich ein bisschen auskennen am Markt und beispielsweise Ihre Iris, Ihre Augenkraft, Ihre Sehkraft nutzen, um sich das mal hier anzuschauen, deuten im Endeffekt beide Szenarien nach unten. Also wir haben kein Szenario, keines, dass wir hier hochsteigen und dann einfach durchbrechen und dann wird es eben das, was viele erwarten jetzt, durch die Spannungen am Markt, durch die Winterzeit, durch die Möglichkeit, dass Russland den Ölhahn komplett abzieht. Jetzt muss man dazu sagen, unsere Sanktionen veranlassen ja insgesamt dazu, dass wir wahrscheinlich jetzt über den Jahreswechsel keines oder kaum mehr Öl aus Russland beziehen werden. Und trotzdem gehen wir davon aus, dass wir in beiden Szenarien hier stark runterkommen. Also dieses, sie sichern sich in beide Richtungen ab. Es gibt einfach etwas nach oben und dann knallt es runter oder es knallt gleich runter. In beiden Richtungen bleiben wir ganz klar bei unserer Aussage, dass wir von deutlich fallenden Preisen in den Bereich der 70 Dollar ausgehen. Schauen wir uns das Ganze jetzt vielleicht mal ganz kurz zu zeigen, wie handeln wir das Ganze. Der Future-Kontrakt, wir nutzen dazu CFDs, der WTI-Future-Kontrakt, wie in unseren Charts zu sehen, der heißt US Crude Oil. So, hier haben wir ihn, da gibt es zwei Kontrakte, den Dezember-Kontrakt und den Januar-Kontrakt und dann gibt es den Spotmarkt, der heißt einfach US Crude Oil CFD. Vielleicht für Leute, die sich grundsätzlich fragen, wie unterscheidet man die eigentlich? Was ist der Spot, was ist der Future? Ganz, ganz simpel. Wenn einfach nur der Name des Marktes, der Asset-Klasse dasteht und CFD oder kein Monatsanhängsel dahinter, dann handelt es sich immer um den Spot- oder Kassamarkt. Das ist ein durchlaufender Kontrakt, da zahlen Sie zwar Overnight-Gebühren, aber er endet nicht. Es gibt kein Rollieren, keinen Rollover. Also es gibt keinen Kontraktwechsel vom einen in den anderen. Hat Vor- und hat Nachteile. Sie zahlen zwar jeden Tag eine kleine Gebühr dafür, aber Sie haben keinen Kontraktwechsel. Sie müssen Ihre Position nicht neu justieren. Wiederum die Werte mit einem Monatsanhängsel Dezember 22, Januar 23, das sind Future-Kontrakte. Dafür zahlen Sie aber hier bei diesem Broker, den wir nutzen, keine Haltegebühren, also keine Overnight-Gebühren während der Haltezeit. Wenn Sie also sagen, ich bin jetzt hier nur mal einen Monat drin beispielsweise, dann können Sie handeln, nur einmal den Spread zahlen und das war's. Wir machen hier keine Werbung. Wenn Sie aber Fragen dazu haben, welchen Broker wir nutzen, schreiben Sie uns gerne einfach kurz eine E-Mail an die info@hkcmanagement.de. Wir teilen es Ihnen gerne mit. Also,
Machen wir direkt mal weiter, gehen wir auf den Brent Chart, schauen uns das noch kurz an. Schauen wir uns hier kurz den Weekly Chart an, das Brent Oil, das ist UK Oil Brent. Auch hier erwarten wir eine weitere Korrektur runter zwischen $77 und $62 das Barrel. Auch das mal, um das mal hier zu zeigen. Hier immer langfristiges Bild, wir denken an 2-3 Schritte in die Zukunft, an Jahre in die Zukunft. Sollte diese Korrektur einmal vorbei sein, auch wenn wir jetzt noch 40% fallen, sobald wir mal hier unten angekommen sind, erwarten wir eine langfristige Multijahres-Trendwende im Markt, um von hier aus Anstiege um deutlich, Sie sehen das hier, um deutlich über 100%. Also wenn die ganze Chose hier der übergeordneten Korrektur vorbei ist, dann werden wir Jahre erleben, wo der Ölpreis in Höhen hochgeht oder Höhenbereiche sieht, die noch nie zuvor gesehen waren. Das muss man sich einfach im Klaren sein. Also für die Leute, die sagen, es kann doch nicht sein, wie ist das möglich, dass es jetzt noch so runtergeht? Fundamental können Sie hier sowieso nichts argumentieren. Wir argumentieren das rein charttechnisch. Wir gehen davon aus, sollte die übergeordnete 2 fertig sein, werden wir hier massive Preise sehen. Das wird dann aber erst in den nächsten Jahren kommen. So, und das schauen wir uns jetzt noch ganz kurz untergeordnet an. Auch hier, wir erwarten, dass wir hier zumindest die 104 sehen. Wir werden das auch hier noch mehr präzisieren. Und noch hoffentlich einen kleineren Trendwendebereich geben, den man dann nutzen kann, um hier Positionen zu hinterlegen. Vielleicht noch ganz kurz am Ende, wie handelt man das Ganze? Es gibt ja einmal US Crude, wie ich gerade gesagt habe, und dann gibt es noch UK Crude. UK Crude ist Brent Oil, auch hier UK Crude Oil CFD ist der Spotmarkt und UK Crude Oil Januar 23 ist der aktuelle Future-Kontrakt. UK Crude Oil Januar 23 CFD ist der Future-Kontrakt. Das ist also die direkte Handlungsart, um diese Trades, die wir am Markt tätigen, mit der Analyse, die wir machen, auch umsetzen zu können. So, wenn Sie Interesse daran haben, wenn ich Ihnen Mehrwert geben konnte, lassen Sie gerne einen Kommentar da und ein Like. Gerne auch einen Reim da lassen, wenn Sie das Honigglas gewinnen wollen. Und sollten Sie unseren Rabattcode nutzen wollen, nutzen Sie ihn. Der geht jetzt noch ein paar Tage. Invest20. Ich wünsche Ihnen jetzt eine wunderschöne Woche. Machen Sie es gut. Danke.